Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekunde 2. So, wir befinden uns hier in Lake West Village, müsste es sein. Aber wir rekrutieren erstmal wieder ein paar neue Leute. Was kann ich für dich tun, Sunny? Willst du Großmütterchen etwas fragen? Ich weiß, was es ist. Es ist wegen Tetsu, nicht wahr? Tetsu macht Bäder, weißt du? Er liebt Bäder und Menschen, die sauber und warm von einem Bad sind. Weil sie dann nackt sind? Was kann ich für dich tun? Ja, ich weiß, es geht um den jungen Sid, nicht wahr? Er ist ein bisschen scheu. Er ist immer noch in den Stollen und Tattoo River, nicht wahr? Keine Ahnung. Was kann ich für dich tun? Ja, es geht um die Stadt Couscous, nicht wahr? Es gibt dort eine Gruppe von Banditen, die Frauengruppen angreifen. Ziemlich üble Burschen, aber ich habe auch gehört, dass es eine Leibwächterin gibt, die die Banditen selbst jagt. Hey du, Sunny, es sieht so aus, als hättest du ein bisschen Glanz zu Großmutter gebracht. Aber es ist doch sehr schwer, den ganzen Weg hierher zu kommen, nicht wahr? Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Schließlich weiß Großmutter alles. Ich meine, so eigentlich ja nicht, ne? Ja, es war ein bisschen hart. Ja. Ich weiß. Nun soll ich mich vorbereiten zu gehen? Keine Sorge, ich kann selbst auf mich aufpassen. Ich kann sogar allein zum Grayston-Schloss reisen. Reisen. Ich treffe dich dort, Junge von der Death Armee. Taki ist der Gruppe beigetreten. Nun, geh schon vor, Großmutter folgt dir später. Also, letzte Part, Hausfrau mit Mann und Kind engagiert. Gut, sie machen einen Inn auf, ist ja eine schöne Sache. Heute verknacken wir eine alte Dame dazu, dass sie bei uns mitmachen muss, ne? Ja, heute sowieso ein sehr schöner Part für Männer sozusagen. Wir machen heute uns einen Harem auf. Soll keiner sagen, dass der Kombi nicht weiß, was seine männlichen Zuschauer sehen wollen. Ne? Bei den weiblichen weiß ich es nicht, keine Ahnung, bin kein Frauenversteher, aber die Männer, alles Frauen. Naja gut, ich kenne einen, der will einen Wolf da drin haben, der ist aber leider männlich, also der zählt nicht. So, muss ich nur Zeo die rechte Treppe nehmen können, ne? Ist egal. Ich mal wieder, ne? Genius am Werk hier. Genius am Werk. Hallo, Oma. Sie ist sogar schneller hier als ich. Hallo, willst du deine Gruppe wechseln? Ja. Ja, eigentlich nein, aber ja. Ja, mein Herr, danke. So, Nanami muss zum Beispiel drin bleiben. Shiro findet das auch nicht gut, dass ich ihn rausnehme. Also ich glaube, das ist ein Kerl. Ah, Nanami muss nicht drin bleiben? Komm, muss drin bleiben. So, Yoshino kann drin bleiben, ist eine Dame. Nanami auch. So, dann haben wir noch Aili. Okay. Rina mit ihren sowieso weiblichen Reizen, nehme ich an. Bestens geeignet für das, was ich hier mache. Tuta würde gehen, aber wir nehmen Hanna. So. Jetzt haben wir hier diese ausgewogen und überhaupt nicht harem-mäßige Gruppe. Und mit dieser Gruppe würde ich mich gerne teleportieren, aber ich darf ja nicht, weil ich sowas nicht habe, weil das gar kein Ding ist, weil ich ja nicht Spoiler. Wir laufen jetzt wieder von hier zurück nach Couscous. Scheinbar ist der Trigger, Lake West zu erreichen. Ist dann halt so. Von daher, naja, was soll's. In letzter Zeit sind einige böse Schurken aufgetaucht, die nur Mädchen angreifen. Sauerei. Eigentlich müsste ich jetzt, glaube ich, angegriffen werden. Kann aber sein, dass eine andere Brücke gemeint ist. Entweder das oder irgendeine Frau zählt nicht. Zählt Yoshi noch nicht, weil sie verheiratet ist? Das wäre doof, da müsste ich nämlich wieder zurücklaufen. Ich hoffe mal nicht.
Aber augenscheinlich stimmt etwas nicht. Ich meine, darf ich meine eigene Schwester nicht mitnehmen? Ist sie nicht weiblich genug? Ist Hannah zu bösartig? All diese Fragen. Habe ich nicht gut genug mit dir geredet? Das ist das. Weil wir wissen ja alle, Kommi kann ich halt nicht auswechseln. Ne? Das kann ich machen, was ich will. Kommi auswechseln funktioniert halt nicht. Nicht ganz sicher, was hieran gerade nicht stimmt, aber augenscheinlich. Irgendwas stimmt da nicht. Ist doch. Dann, bevor das hier wieder zu uninteressant ist. Oder zu nicht funktional. Gehen wir einmal einen Charakter rekrutieren, den ich schon die ganze Zeit rekrutieren will. Oh, ich muss, glaube ich, einmal rein und rausgehen. Das ist sehr gut. Und wie ich gerade lese, weil ich bin multitaskingfähig und in solchen Fällen, wo es heißt, irgendwas stimmt nicht, lese ich mal gerne nach. Man hätte noch mal rein und rausgehen müssen. Und man könnte den Charakter rekrutieren, schon bevor wir das Hauptquartier bekommen. Man müsste halt nur wissen, dass man, naja, halt nur mit Frauen hier rein darf. Oder da hätte rein gedurft. Ich weiß allerdings nicht, warum man tatsächlich rein und rausgehen muss. Was wollt ihr Typen? Würdest du dich bitte unserer Gruppe jetzt anschließen? Mich euch anschließen? Tut mir leid, ich jage einen Kriminellen. Ich glaube, du kennst sie. Ich weiß, dass sie nach Lake West geflohen ist, aber es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch Typen abzugeben. Ich kann dich nach Lake West bringen. Was? Was soll das heißen? Ha, du weißt schon. Du bist auch der Anführer der Death-Armee, nicht wahr? Nun denn, okay, ich schließe mich deinen Trupp an. Wir haben nicht viel Zeit, Kommi. Ich muss sofort nach Lake West. Wenn ich zu spät komme, kann ich sie vielleicht nicht mehr aufspüren. Ja, nein, du bleibst bitte außer. Nein, du. Nein. Ach, nein. Ich muss sie mitnehmen. Das macht alles komplizierter, als ich wollte. Naja, gut, okay, fein. Bin ich ja selber schuld. Clive tritt der Gruppe bei. So. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich angesprochen hatte, was wahrscheinlich in einem LP nicht so richtig funktioniert. Ich werde mal darüber quatschen. Während wir hier langlaufen und ich die Seite aufrufe, um es vernünftig darzustellen. Falls ich es denn finde. Ah, okay, könnte noch funktionieren. Wir müssen das in Lake West erreichen innerhalb von 11 Stunden Spielzeit. Das Ganze halt mit ihm. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Spielzeit ich gerade habe. Irgendwas unter 9 oder 10, irgendwie sowas. Wie gesagt, mich stört jetzt nur, dass ich eigentlich wen rekrutieren wollte und natürlich wieder so nicht funktioniert hat. Gegebenenfalls mache ich das einfach offscreen andersrum, dann spare ich Zeit, aber naja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel oder wie gut wir das mit der ganzen Sache hinkriegen. Weil jetzt muss ich Charakter wieder wechseln. Charakter wieder wechseln, habe ich gesagt. So. Um dann wieder nach Couscous zu gehen, um besagten Charakter zu holen. Und das hätte ich natürlich, wie gesagt, andersrum. Yep. Hätte ich lieber andersrum machen sollen, aber ist egal. Ja, passt so.
Interessant, dass Flick und Victor gerade hier am Trinken sind, ne? Weil wir vorhin haben wir ja gesehen, da war dann keiner von denen und Flick habe ich irgendwo so mittendrin gesehen. Das ist immer was anderes. Selbst das war nicht das, was ich wollte. Übrigens, wenn ihr, wie es ja früher so ein Ding war, wenn ihr Game Shark oder sowas besitzt, dann könnt ihr rein vom Prinzip her auch die Systemuhr einfach zurücksetzen. Funktioniert das jetzt? Ja, geht doch. Hey du Kumpel, du musst ziemlich reich sein, dass du dich mit so hübschen Frauen umgeben kannst. Hey, ich bin ziemlich eifersüchtig. Sag mal Kumpel, warum teilst du nicht etwas von deinem Glück mit uns? Bitte, bitte hör auf. Hey, halt den Mund, Mädchen. Stopp. Vor seinen Frauen spielt er sich als tapferer Held auf. Au. Ha, schade, Jüngerchen. Bitte hör auf. Sei ruhig und gib auf. Nimm deine Hände von mir, du Abschaum. Von mir? Wer bist du? Hast du immer noch Widerworte? Bist du immer noch nicht wach? Danke. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig bei deiner Größe, aber du musst dann die Frauen schützen. Habe ich nicht recht? Ja, hast du. Okay, gute Antwort. Wie heißt du? Kommi? Ich heiße Ulan. Ich war ein Leibwächter, aber derzeit habe ich keine Arbeit. Wie fühlst du dich? Kannst du gehen? Soll ich dich irgendwo hinbringen? Ich möchte, dass du dich unserer Gruppe anschließt. Vielleicht, aber zunächst möchte ich etwas über deine Situation hören. Ja, du weißt schon, Todesarmee und so. So, du kämpfst gegen Highland, was? Ich dachte, dass du nur ein Junge bist, aber ich habe mich wohl geirrt. Okay, ich mache es. Es sieht so aus, als hättest du einen guten Grund, dich nach Schutz umzusehen. Ich schließe mich dir gern an, Kommi. Geht doch, und Ulan tritt der Gruppe bei. Mit Wutrache und Eisenfaust und hat man nicht gesehen. Schöne Sache. Upsa. Nehmen wir mal mit. Auf Wiedersehen. Formation ändern? Ja, passt so, ne? Ja. So. Das war jetzt alles, wie gesagt, ein bisschen durcheinander, aber ist in Ordnung. Ich will es ja nicht ansprechen, aber kann es sein, dass sie Jiggle Physics hat? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass so ein Spiel schon Jiggle Physics hat. Naja. Und weiter. Das ist zumindest ein netter Angriff. Das dürfte so einem Hasen definitiv wehtun. So. Gucken wir mal. Das ist die große Frage eigentlich nur noch, bin ich zeitlich einigermaßen drin? Habe ich ein gutes Polster? Wenn nein, sollte ich es vielleicht ändern? Naja, eigentlich okay. So, hier hoch, hier reden. Hallo. Übernachten brauchen wir nicht. Grundsätzlich geht's halt immer noch so schneller, ne? 9 Stunden, ja, noch. Noch sind wir recht gut im Zeitlimit. Für das nächste Event ist halt das Zeitlimit 11 Stunden. Wenn ich allerdings mal richtig gehen würde, würde sich das alles ein bisschen weniger nervig anfühlen. Zeitlimit sind 11 Stunden, also in 11 Stunden müssen wir mit Clive in Lake Quest angekommen sein. So, die packen wir weg. Die packen wir weg. Ulan finde ich ganz nett. Wir nehmen Clive mit. Ich bin mir nicht sicher, ob er dabei sein muss, aber es würde Sinn machen, nicht wahr?
Shiro nehmen wir mit und ja, warum nicht? Du hattest ein gutes Eichenruder. So. Und mit dieser Gruppe können wir jetzt erstmal weitermachen. Ich weiß halt nicht, wie es hinterher aussieht mit den ganzen anderen Sachen, weil das insgesamte Zeitlimit ist, wir müssen an einer bestimmten Stelle sein und das ist im Prinzip das Ende des Spiels bei knapp 20 Stunden. Ja, das heißt, in 11 Stunden müsste ich durch sein. Ich zeig so viel von der Quest, wie ich kann, will ich damit sagen. Aber ich werde nicht, nicht groß dahinterher sein. Weil es tatsächlich in Anführungszeichen nichts bringt. Die Anführungszeichen sage ich deswegen, weil wir natürlich mehr über Clive erfahren. Seine Hintergrundgeschichte. Aber wir bekommen nichts dafür, soweit ich weiß. Und das ist insofern dann halt uninteressant, ne? Mit wem muss ich reden? Dir? Nein. Dir? Ja. Hey, ist eine Frau namens Elsa hier vorbeigekommen? Sie ist groß und blond. Wow, beruhig dich doch, Kumpel. Diese Elsa kam hier vorbei, das stimmt. Sie hat sogar einen Brief zurückgelassen. Wie könnte ich das wohl vergessen? Sie hat was? Was hast du mit dem Brief gemacht? Höre, in meinem Geschäft werde ich oft gebeten, Nachrichten weiterzugeben und ich mache es immer. Ah, da ist er ja. Bitte sehr. Was macht diese Frau nur? Will sie mich verspotten? Es tut mir leid, Komi, sie ist nicht mehr hier. Der Brief sagt, dass sie zum Walddorf westlich von Greenhill gegangen sei. Ja, das ist dann so, ne, nach dem Motto. Aber ich hätte wieder andere Leute rekrutieren müssen. Das ist das, was ich meine. Ich hätte nochmal mit anderen hier sein müssen. Das ist so. Oh, egal. Wir machen für heute erstmal weiter und beim nächsten Mal komme ich mit einer anderen Party dann hin. Ganz einfach. Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Das ist nervig. Manchmal. Manchmal sehr, sehr nervig. Rockadidos. Okay. Hatten wir die nicht sogar schon mal? Das sah tatsächlich aus wie eine Technik, die eigentlich alle treffen müsste. Also in einer Reihe zumindest. Okay. Shiro levelt mächtig auf, wunderschön. Also eigentlich müssten wir unter anderem Gengen und Mukumuku wieder mitnehmen, aber wer denkt da schon? What? Haha, hab dich beim Schlafen erwischt. Bis später. Echt jetzt? So. So ein bisschen arschig, aber okay. Hi. Habt ihr eine Erlaubnis, hier reinzukommen? Ich habe dieses Empfehlungsschreiben. Ah ja, lass mal sehen. Es ist doch hier, oder? Hey, irgendein Banger hat dir etwas aus der Tasche gestohlen, was? Ihr Touristen seid so leichte Beute. Two River war früher eine Stadt für Menschen und Kobolde, aber dann kamen diese geflügelten Missgeburten aus den Bergen herunter. In der Zwischenzeit sind sie zu Dieben geworden, halten unheimliche Zeremonien ab, auf denen sie scheußlich riechendes Räucherzeug verbrennen und ruinieren einfach alles. Nun, das ist sicherlich schwer für dich zu akzeptieren, aber Regeln sind Regeln. Keine Papiere, kein Zutritt. Ja. Das ist, unpraktisch. Gut, dass ich magische Augen habe, die durch Wände und Gebäude gucken können. Damit ich genau weiß, dass der kleine Knilch gerade hier lang gelaufen ist. Hehehe, der Typ war reich. Ich bin reich, yippie.
Hier entlang, hier drüben. Hey. Mensch, bist du langsam. Nein. Wir sind doch nicht müde. Wieder daneben. Hier drüben. Na los doch. Idiot. Echt ätzend. Mensch, bist du hartnäckig. Mit so viel Geld könntest du etwas freigebiger sein, weißt du? Könntest du mir wenigstens meinen Empfehlungsbrief wiedergeben? Empfehlungsbrief? Oh, du meinst den Brief? Entschuldige, aber ich warf ihn fort. Dann kannst du mich ja wohl auch in Ruhe lassen. Was? Du bist immer noch ärgerlich? Willst du mich etwa fangen? Haha, das wird dir niemals gelingen. Ha. Haha, diese Flügel sind nicht nur zur Zierde, weißt du? Großmutter befahl uns, sie nicht zu benutzen, aber nun zum Teufel mit den Regeln. Mach's gut. Für einen Moment habe ich gedacht, der ist runtergefallen. Oder so. Naja, passiert. Kein Brief mehr. Kein Geld mehr. Er braucht schon Geld. Dafür, dass du auf einem Kundschafterauftrag nach South Window desertiert bist und dann versucht hast, dieses Verbrechen mit einer Lüge zu verdecken, dass du die Person, die die Armee von Highland besiegt hat, zu uns bringen würdest, verurteilen wir dich, Fitcher, hiermit zu 100 Stockschlägen. Das ist eine Peitsche. Aber es ist wahr, ich schwöre es, Lord Commie wird jede Minute hier sein. Bitte wartet noch etwas, Lord Ridley. Diesmal werden dich deine Lügen nicht retten, Fitcher. Aber... Gesetze sind Gesetze und ich werde sie für dich nicht beugen. Bereite dich auf deine Strafe vor, Fitcher. Nein, bitte, ich flehe dich an, sei nachsichtig mit mir. Das wäre dann aber wohl keine Strafe, oder? Bereite dich vor. Warte, stopp! Lord Commie, Gott sei Dank, du hast mich gerettet! Dies ist der Mann, der die Armee von Highland besiegt hat! Das kann doch nicht sein! Dieser Junge! Ein Junge wie er besiegt die Armee von Highland, dass ich nicht lache! Bist du wirklich Lord Commie, der Anführer der Death Armee? Siehst du genau, wie ich es gesagt habe? Ich habe dir ja gesagt, dass er kommt! Entschuldige mich bitte, aber wir haben keinen Beweis dafür, dass du derjenige bist, der du behauptest. Natürlich bin ich ich. Das sagst du, aber... Seine rechte Hand. Er hat dieselbe Rune auf seiner rechten Hand wie der Held Genkaku. Die Rune des hellen Schildes, das sollte doch genug Beweis sein. Genkaku? Aber Lord Genkaku war in Highland. Lass mich mal deine Hand ansehen. Das ist die Rune des hellen Schildes. Ich verstehe. Bitte hier entlang. Ich möchte, dass du Lord Mikai triffst, den Führer unserer Stadt. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast, Lord Commie. Nun, wir sollten hineingehen. Was? Woher ich von dieser Rune wusste? Haha, du unterschätzt mich aber. Los, gehen wir hinein. Haha, du unterschätzt mich. Huibu. Anyway, beim nächsten Mal gehen wir dann tatsächlich da rein. Aber nicht jetzt, nicht heute sozusagen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss Leute.